Heute spielen wir. Ich hab's nicht installiert. Oh, ich hab vergessen, es zu installieren. Heute spielen wir The Walking Dead. Das ist die erste Folge. Lasst ein Like, wenn ihr die zweite Folge sehen wollt. Sonst, ja, gibt's einfach keine. Okay, es ist runtergeladen. Okay, wir sind drinne in The Walking Dead. Wähle den Anzeigemodus aus. Standard, das Normale. Ich will wissen, worauf ich klicken kann. Episode 1, ein neuer Tag. Ah, ja, genau. Da, ja, natürlich wollen wir Episode 1 spielen, hä? Wer fängt nicht mit Episode 1 an? Die Spielreihe passt sich den von... Wieso soll ich das lesen, wenn es direkt weggeht? Die Spielreihe passt sich von... Was? Ja, ich werde es nie erfahren. Episode 1, ein neuer Tag. Warte, ist das... Bin ich das? Hey, ich bin schwarz! Let's go! Well, I reckon you didn't do it then. Tia, ich gehe aus, du hast es nicht gemacht. Warum sagst du sowas? Du weißt, man spielt das eine Rolle. Ich rede nicht mit Polizisten. Nope, definitely not. You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Weißt du, ich habe jede Menge Typen zu diesem Gefängnis gekarrt. Now I get the... I didn't do it. Alle sagen, ich war es nicht. Und was meinst du? Nicht von mir. Ich antworte nicht von mir. Not from me. Because guys in your position already said it enough. Ah, man kann sich umschauen, Chat. Wow. Das ist ja richtig Hightech. Ziel jetzt auf den Rückspiegel. Ah, hier. Followed your case a little bit. You being a making boy and all. Ich hab deinen Fall verfolgt. Du bist ein Macon Boy. Du stammst also aus Macon? Ich weiß nicht, was er meint. Ich frag, was meinst du? What do you think? I'm just glad I chose law and not order. Big mess at trial like that. Even if you was innocent. Ein Polizeiwagen, der in die Stadt fährt. Okay. Achtung, medizinisches Personal ist unterwegs nach Hartsfield. Ah, das war im Polizeitelefon. Ich habe einen Neffen, der geht zu UGA. Hast du dort unterrichtet? Bin schon 6 Jahre dabei. Warum reden die so schnell? Du hast deine Frau in Athens kennengelernt? Willst du sehen, wie ich es sehe? Nein, tatsächlich nicht. Das sind 5 Bullenwagen. Ich habe keinen Bock, mit dir zu reden. So ein Pech aber auch, dass es mein Wagen ist. Bro, 5 Bullenwagen fahren an uns vorbei und du fragst nicht, was da passiert ist? Ist das so normal in Amerika? Aber ganz davon abgesehen, ja, ich konnte es auf jeden Fall lesen. Ne? Die Frage wurde gar nicht zu schnell gestellt. Wäre schon möglich. Es werden Aufstände gemeldet. Alle Polizisten stehen bereit. Sogar ein Helikopter-Chat. Wow. Hier ist eine Waffe. Ist irgendetwas davon wichtig für dich? Alles, aber die Kiste ist nie ruhig. Okay. Sehr viel wird im Radio gesagt. Die Sonne scheint fett. Jo, was ist das für eine fette Sonne? Erinnert mich ein bisschen an Teletubbies. Die Sonne von Teletubbies. Ach, er redet immer noch mit mir. Bro, keiner will mit dir reden. Warum schaltest du das ab? Ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt was passiert. Ja, coole Geschichte, Bro. Das ist ein Zombie-Spiel. Gleich passiert irgendwas und er hält die Fresse. Ah, er weiß es nicht, weil er im Spiel ist. Hey, hallo, das ist ein Mensch. Hey, oh, pass auf! Sind wir tot? Warum stirbt der Schwarze immer zuerst, Chat? Wow! Was passiert hier? Was sind das für Geräusche? Der Schwarze ist nicht tot! Der Schwarze lebt! Ich hab Durst und mein Bein ist gebrochen. Und der Typ ist einfach abgehauen? Hä? Gewehr? Warum zum Teufel hat er die Waffe gezogen?
Ist das der Officer? Warum frage ich ihn was? Er sieht tot aus. Gibt es hier noch irgendwas, was ich anklicken kann? Ah, hier. Ah, die Tür auftreten. Okay. Dann machen wir das. Fester, Bro. Fester. Fester. Jawohl, Junge. Und jetzt raus. Und jetzt raus. Komm. Hoch, Junge. Hoch, Junge. Er kriegt sich hin. Gibt es noch irgendwas, was ich anklicken kann hier vielleicht? Die Handschellen bringen mir nichts. Oder? Handschellen? Nein. Da kann mich bewegen. Ich kann mich bewegen. Komm schon, du schaffst das. Black Power. Woo. Yo, das sieht gar nicht gut aus. Der Officer ist tot. War das mein Bein? Wir gehen hier lang und schauen, ob der Officer noch lebt. Der ist doch safe tot. Nimm die Waffe mit, bitte. Ist mir egal. Warum hat er die... Ich kann die Waffe nicht aufheben. Ah, doch. Komm schon, du schaffst es. Ist leer. Okay, das heißt, wir brauchen eh diesen Schlüssel für die Handschellen von dem Officer. Wenn ich es richtig verstanden habe. Hello, Officer. Alles gut? Schlüssel nehmen und aufmachen. Jawohl. Stark. Ah, ich habe es noch nicht mal aufbekommen. Okay. Ah, oh mein Gott. Nein. Ich muss Pause drücken, ich muss Pause drücken. Mein Stuhl ist ja kaputt gegangen. Oh, Mann. Mein Stuhl ist kaputt. Warte, Chat, ich kann das reparieren. Und repariert. Und wieder abgefallen. Oh, Scheiße. Weiter geht's. Oh mein Gott. Schnell, die... Oh, ich sterbe. Ich bin tot! Das war's? Ich bin tot. Ich bin einfach gestorben. Das Spiel ist vorbei? Ah, ich habe irgendwas falsch gemacht. Okay, nicht erschrecken. Nicht zu erschrecken. Ah! Schnell, was kann ich drücken? Zurück. S-Taste. Ey, Digga! Ich hab S gedrückt. Ja, nicht erschrecken. Ah! Schnell, geh zurück. Ja. Schnell, nimm irgendwas! Da ist eine Patrone, nimm sie! Jetzt schnell die Waffe! Schnell die Waffe! Schnell! Jetzt reinladen, bitte! Mach schnell, mach schnell, mach schnell! Nein, Digga, du Idiot! Nimm die scheiß Patrone! Jetzt lad nach, bitte! Und jetzt schieß sie mir in die Fresse! Yeah! Lutsch das! Und das habe ich geschafft. Seine Haut ist verwest und er stinkt nach Scheiße. Muss doch irgendwas machen können, oder? Warum kann ich nichts machen, Chat? Was soll ich denn drücken? Was soll ich mir jetzt die Landschaft angucken, oder was? Ah, da hinten. Hilfe! Ah, da ist ein Mädchen. Ach so, ich dachte, das wäre eine Statue. Nein, da kommt irgendwas. Oh, bitte, bitte, nein, bitte. Steh auf, bitte. Steh einfach auf, Junge. Steh, scheiß auf die Schmerzen. Nein, fuck! Bist du dumm? Komm schon, einfach laufen. Einfach laufen. Beeil dich bitte. Oh, muss ich jetzt spielen? Oha! Wie viele Zombies sind da? Schnell. Er fällt wieder runter. Wie dumm kann man sein? Schnell, schnell. Du musst rüberspringen! Oh nein! Komm schon! Komm schon! Ja! Zombies kommen nicht darüber! Das geht nicht! Oder? Oder? Ich habe einen Schuss gehört! Der lockt die dahin, ja! Die Zombies sind weg! Und wir haben es geschafft, uns irgendwo in Sicherheit zu bringen. Okay, jetzt erstmal ein bisschen Luft holen.
Hallo? Ich frage mich, ob jemand zu Hause ist. Wow, ein Baumhaus ist richtig schlau während einer Zombie-Apokalypse. Die könnten da ja niemals hoch, die Zombies. Ich würde eine der Teetassen mit Bourbon füllen. Okay, aufs Baumhaus komme ich nicht. Diese Dinger hier bringen mir nichts, diese Teetassen oder was auch immer das ist. Ah, ich kann rumgehen. Irgendwie vergesse ich, dass ich gehen kann. Aber wir haben es. Ich gehe einfach in das Haus rein. Hello, ist wer zu Hause? Mach einfach auf die Tür. Ja, jetzt kann man die Tür öffnen. Oh, so eine Glastür ist aber nicht so cool in der Zombie-Apokalypse. Das würden die Zombies noch hinbekommen. Oh, mein Bein. Ich bin kein Einbrecher oder einer von denen. Oh, Blut. Die Leute scheinen mehr Hilfe zu brauchen als ich. Was ist hier? Ein Einhornbild! Okay, wir gehen weiter. Blut! Yo, wie dumm kann man sein? Wie dumm kann man sein? Steh auf, Bitch! Yo, guck, wie wir jetzt aussehen. Voller Blut. Oh Mann, wie kann man so dumm sein? Ein Walkie-Talkie. Sprich rein. Ja, oder nicht. Gibt es nichts, was wir gebrauchen können hier in der Küche? Zum Beispiel was zu essen wäre, glaube ich, nicht schlecht. Irgendwie können wir nichts nehmen. Oh ja, was zu trinken, wichtig. Hier noch irgendwas? Nein. Okay. Wir haben aber einen Walkie-Talkie. Ja, diesmal rutscht er nicht aus, ne? Besser ist. Abhören. Einmal abhören. Drei neue Nachrichten. Hey Sandra, this is Diana. We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Okay, okay. Kurze Übersetzung. Sie hat gesagt, ihr Mann hat sich verletzt und ihm geht's nicht gut, deswegen kommt sie noch nicht so früh zurück, wie sie gedacht hatten. Okay, zweite Nachricht. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6:51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. Ich hab's verstanden. Das waren ihre Eltern, die zu ihr geredet haben. Das kleine Mädchen war alleine zu Hause. Daddy, sie hat Daddy gesagt. Sie ist im Baumhaus. Wo gehst du, Bro? Ich bin kein Monster. Wer ist das? Bist du okay? Bist du okay, frage ich. Die ist im Baumhaus. Ich weiß es. Oh nein, ich habe Angst, dass irgendwas im Haus ist. Wie heißt du? Wo sind deine Eltern? Wie alt bist du? Wie heißt du, frage ich. Besser. What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Der Schwarze heißt Lee? Wo sind deine Eltern? Wie alt bist du? Erstmal so Basic-Fragen stellen, damit sie sich wohlfühlt. Yes. I don't know where anybody is. How old are you? I'm 37. Okay. Und jetzt, wo sind deine Eltern? Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Die waren nicht alleine, das heißt irgendwo. Bist du in Sicherheit? Are you safe? I'm outside in my treehouse. They can't get in. That's smart. Ich hab doch gesagt, das ist schlau. Can you see me? I can see you through the window. Oh nein! Oh mein Gott, Mama! Bitte! Guck!
mein Gott, ist das schwer! Ich, ey, er rutscht schon wieder aus! Du kleine Bitch! Steh auf! Steh auf, Bitch! Oh mein Gott! Okay. Nein, oh, schon wieder! Ernsthaft? Du bist dumm! Du bist dumm! Das kleine Mädchen muss dir helfen! Nein! Tritt drauf, Junge! Schnell, den Hammer nehmen! Ja! Aufhören! Ja. Oh mein Gott! Rein! Nochmal, bitte! Ja, okay, es reicht. Er ist dreimal ausgerutscht. Dreimal. Oder zweimal, ich weiß es nicht mehr. Did you kill it? Ja, natürlich. Ich sag weiß nicht. I don't know. I think so. Sometimes they come back. Have you killed one? No, but they get shot a lot. You've been all by yourself through this? Yeah. Oh, sie war ganz alleine und sie möchte, dass ihre Eltern zurückkommen, aber die sind wahrscheinlich tot. Hör mal zu, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich passe auf dich auf. What should we do now? Was sollen wir tun? Suche Hilfe, bevor es dunkel wird. Hau ab hier, wenn die Sonne untergeht. Hilfe suchen. We need to find help before it gets dark. Ja. Yeah. It's not safe at night. Okay. Let's go. Händchen halten? Ja, okay. Es ist in der Situation okay. Gehen wir. Sie ist viel schneller als ich. Ich brauche unbedingt Hilfe mit meinem Bein. Wir haben auch nichts zum Helfen oder so. Das ist das Problem. Wir brauchen auch eigentlich ein paar... Warum bewegt er sich so seltsam? In Zeitlupe. Wir gehen weiter. Das sind Menschen! Richtige Menschen! Hello? Sprich mit denen. Should I stay? What? I don't want to sleep in the treehouse tonight, but I don't know if I should leave. What if my parents come home? Ich werde dich nicht alleine lassen. Das werden sie nicht, gehen wir. Ich werde dich nicht alleine lassen. Let's go somewhere safe that's close, okay? That's a good idea. Reden wir mit den zwei. Hey man! Holy shit! Don't eat us! We're not gonna hurt you. Oh, die dachten, wir wären Zombies. Was machst du? Was ist los? Wir suchen Hilfe. We need help. Are you trying to get out of here? Because you should be. Those things are all over the damn place. I haven't seen any. Zombies sind überall, wir müssen von hier weg. I'm Sean Green. Ich bin Sean Green. This is Clementine. Lee, das ist Clementine. I'm Chad. Ich bin Chad. So siehst du auch aus irgendwie. Help me open like this. How about you help us? Chad ist fett. Take you and your daughter out of here and down to my family's farm. Wenn du uns hilfst, einen Weg zu bahnen, können wir euch helfen. Ich bin nicht ihr Vater. Ich bin ihr Babysitter, ein Nachbar, ihr Babysitter. Her parents are out of town. Let's get going. Staying put for too long is a mistake. What do you want to do? Your monster's coming. Monster! Monster! Weg! Let's go. Lee, schnell! Warum muss ich mit meinem Bein helfen und der Fettsack chillt da? Selbst das kleine Mädchen hilft und er macht nichts, der Fettsack! Stellt euch vor, er wird runterfallen vor dem Auto, der hinten saß. Das war's mit der ersten Folge von The Walking Dead. Ah.